Ja, große, aufrichtiges Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Sie haben unser Leben erhalten. Also ich bin auch Arzt und seit März, also ohne das abends die Dosis Bodo und dann Samuel und alles, das ist nicht mehr auszuhalten. Wir müssen nicht bei den Ärztekammern beschweren, als Ärzte. Wirklich, als Ärzte hinschreiben und die Ärztekammern fragen, was sie da machen. Ja gut, ja. Die Ersten äußern sich ja schon. Also ich meine, Lassen äußert sich. Wir müssen viel, viel mehr werden. Ja, aber die jungen Ärzte, die haben Schiss, Atteste auszustellen. Wir haben ja, wir mittlerweile auch. Also ich meine, es ist einfach so, dass wir kriegen halt dann sofort Besuch von den Jungs da drüben. Ja, das ist ja, und dann kriegt man dafür sowas, kriegt man dann Durchsuchungen von Praxisräumen und sowas. Also das ärztliche Schweigepflicht ist eh nichts mehr wert, ärztliche Atteste auch nicht. Also, wo sind wir hier gelandet? Und zum Schluss waren es dann die Ärzte gewesen, wenn sie mal einen Buhmann brauchen, weil 300.000 nicht aufgestanden sind. Genau. Und die Patienten sind dann auch natürlich gegen ihre eigenen Ärzte. Zu Recht. Zu Recht. Du hast nichts mehr. Mama, süß. Guck mal. Alle mögen Bodo. Guten Morgen, Landtag. Schön, dass ihr alle da seid, der Wahnsinn. Wir haben gesagt, wir kommen. In Darmstadt würde auf diesem Platz um diese Uhrzeit niemand kommen. Ja. Guten Morgen, niemand. Die üblichen Spiele kennt ihr. Ja, wir brauchen jetzt hier gerade Ordner. Bitte hier mal rausnehmen und verteilen. Ja, wir verteilen die. Wir haben gleich genug Ordner. Die verteilen wir dann hier in der Gegend. So, und das alte Spiel mit dem Helikopter kennen wir auch schon alle. Also einmal im Kreis drehen und TTV sehe ich auch schon hier am Start. TTV ist ein toller Streamer, der dringend eure Unterstützung braucht und Abos braucht. TTV bei YouTube. So, das ist die zentrale Ordneransammlung ist hier vorne. Die Ordnerzentrale von Darmstadt, sehr schön. Ja, wir starten in die vierte Woche von den zwei geplanten Wochen. Haben jetzt noch viel vor uns. Wir fahren heute noch nach Fulda. Dort ist sogar eine Gegendemonstration angemeldet. Ich habe schon dazu aufgerufen, dass Sie bitte jetzt schon mal einen Sprecher raussuchen, weil wir möchten bitte den Sprecher der Gegendemonstration bei uns hier vorne haben, um mit ihm zu diskutieren. Das fänden wir ganz super. Also wenn er uns hört oder zuschaut, wir würden uns sehr freuen. Und es ist ernst gemeint, es ist ein Angebot zur Kommunikation. Ich habe gestern Abend mit Sucharit Bhakti telefoniert. Liebe Grüße an Darmstadt. Und er hat mir erzählt, dass er im Corona-Quartett jetzt auch ein paar Neuigkeiten im Prinzip berichten wird. Ich mache jetzt schon mal so ein bisschen einen Teaser, das heißt, erzählt schon mal ein bisschen, was er erzählt. Und zwar haben wir Studien gefunden, die ein weiteres Indiz dafür liefern könnten, warum es möglich sein, warum möglicherweise Zusammenhänge zwischen Todesfällen, gerade bei Kindern und dem Tragen von Masken besteht. Es gibt verschiedene Reflexe, auf die wir reagieren. Viele Reflexe sind mit dem Herz gekoppelt. Das heißt, die Herzfrequenz kann man reizen, wenn man andere Nerven reizt. Das führt sozusagen zu einem Kurzschluss. Bekannt ist das von dem okulokardialen Reflex, das heißt, das kennen auch Kampfsportler, wenn man also volle Kanne auf ein Auge draufhaut, abgesehen davon, dass das Auge das nicht mag, kann das tatsächlich reflektorisch zum Herzstillstand führen. Das Ganze erklärt sich über den Gesichtsschmerznerv, den fünften Hirnnerv, den man als Trigeminus bezeichnet. Trigeminus heißt einfach, dass er drei Anteile hat. Und wenn man irgendeinen Ast dieses Nerven reizt, und zwar insbesondere bei Kindern, dann kann es reflektorisch zum Herzstillstand und zu Herzrhythmusstörungen kommen. Und bizarrerweise gibt es darüber tatsächlich Studien, und zwar hat man bei Neugeborenen damals, weil man denen eigentlich helfen wollte und ihnen Sauerstoff geben wollte, ihnen Masken aufgesetzt, und davon denen hat ein
beträchtlicher Anteil Herzrhythmusstörungen gekriegt oder ist sogar gestorben. Und das Ganze hat sich darüber erklärt, dass diese Äste vom Trigeminus, die unter dem Auge austreten, gereizt werden. Wenn man da so tastet, dann merkt man, im Knochen ist eine kleine Vertiefung an der unteren Seite vom Auge. An der Stelle verläuft ein Nerv, das ist ein Ast des Trigeminus, der hat drei Nervenäste im Gesicht, überm Auge, unterm Auge und hier unten am Kinn. Und wenn man die mechanisch reizt, gerade bei Kindern, kann das reflektorisch über den trigeminokardialen Reflex zur Herzrhythmusstörung und Herzstillstand führen. Auch das wäre ein weiterer Baustein, der es möglich und denkbar macht, dass hier eine zusätzliche Gefahr durch das Tragen dieser Masken besteht. Wo sind wir mittlerweile angekommen? Wir sind aber angekommen, dass wir in mehreren Bundesländern, jetzt als erstes in Baden-Württemberg, die höchste Pandemie-Warnstufe ausrufen. Vor dem Hintergrund, dass wir 5.000 oder 6.000 oder 7.000 neue Fälle haben. Ich empfehle in dem Zusammenhang mal zu Google zu gehen und Corona Deutschland einzugeben und dann auf Statistik und dann sich mal die neuen Fälle anzugucken und dann muss man feststellen, ja, es ist ein exponentieller Anstieg, stimmt. Und dann schaltet man nur auf die Todeszahlen und fragt sich, ey, wo sind sie denn? Es wäre ja genauso gut möglich, dass wir uns auch an das tödlichste Virus aller Zeiten gewöhnt haben. Und dass wir ganz einfach und ergreifend deswegen nicht mehr dran sterben. Sagen wir mal, wie bei Herpes Simplex. Ich glaube, als die erste Rolle Herpes Simplex über diesen Planeten gelaufen ist, da werden viele dadurch Hirnhautentzündungen und Ähnliches gekriegt haben, Herzmuskelentzündungen und was weiß ich. Aber wir haben uns dran gewöhnt, sodass wir mittlerweile bei über 90% der Menschen nachweisen können, dass sie Herpes Simplex haben. Das wäre auch durchaus vorstellbar, dass das Ganze für Covid-19 gilt. Aber was ist eine Erkrankung wert, die nicht dazu führt, dass man krank wird oder dass man stirbt? Dann würde das bedeuten, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es diese Erkrankung gibt und damit ist auch gut. So wie bei vielen, vielen anderen Erkrankungen auch, die wir haben und die eigentlich alle potenziell tödlich sein können. Wir können nahezu an allem sterben, weil das ist nun mal ganz einfach eine Sache, die zum Leben leider dazu gehört. Und ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben an. Und das Ganze kann man wunderbar sich international in Statistiken anschauen. Deutschland, Statistisches Bundesamt. Die Polizei bittet noch einmal um einen Helikoptereinsatz hier. Bitte so lange im Kreis drehen, bis ihr nirgendwo mehr anstoßt. Macht das einfach mit. Das geht ganz schnell, die Fläche nach hinten verteilen. Wenn ihr nichts hört, drehen wir einfach den Sound hoch. Wir haben noch genug. Bitte wirklich das verteilen, weil das hat immer super geklappt, egal wo wir waren. Und auch nochmal vielen Dank an die Bürger in Uniform, die uns eigentlich, muss ich sagen, durch die Bank unterstützt haben. Bei über 40 Demonstrationen mussten wir keine einzige abbrechen. Wir haben alles durchziehen können. Das ist Wahnsinn. Zurück zur Sterbestatistik. Das heißt, es sind immer auch Kinder gestorben, Jugendliche gestorben, Erwachsene. Und das immer auch in einer gewissen Altersgruppe. Und wenn man das beim Statistischen Bundesamt sich anschaut und vergleicht diese Zahlen miteinander, dann stellt man auf einmal fest, dass die sich in den letzten 4 Jahren überhaupt nicht unterscheiden, die Verteilung der Sterbefälle. Und dass wir aktuell in Deutschland zum Beispiel eine Untersterblichkeit haben. Aber all das führt dazu, dass wir hier auf einen Lockdown hinarbeiten, was von vornherein klar war, ein Vorhaben war. Und wir haben auch gleich gewarnt, als Herr Spahn gesagt hat, ja, mit dem Wissen von heute würden wir auf keinen Fall wieder einen Lockdown machen. Auch hier orientiert er sich wieder an dem bekannten Altkanzler Konrad Adenauer, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Und auch andere deutsche Protagonisten, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, erleben eine tägliche Renaissance in Deutschland. Und
der Laschet hat gesagt, man kann das nicht miteinander vergleichen. Er wurde an dem Tag gefragt, am 14. morgens, in einem Interview wurde er gefragt, also wie das denn ist, weil wir ja mehr Zahlen haben, wir kennen die Krankheit besser, wir kennen die Abstandsregeln, wir wissen, also alles ist viel besser, aber wir müssen unbedingt die Maßnahmen verschärfen. Und da wurde auch gefragt, wie würde es denn aussehen, wenn wir damals so viel getestet haben? Und da hat er gesagt, das kann man nicht sagen. Eine unlösbare mathematische Aufgabe, wenn wir die Tests verdreifachen, können wir nicht sagen, was passieren würde, wenn wir die Tests früher verdreifacht haben, weil wir kennen ja die Dunkelziffer nicht. Die wir im März gekannt haben, offensichtlich. Ja. Wir brauchen bitte etwas mehr Saft. So, ja, besser? Traumhaft, wunderbar. Also ich helfe hier gerne Ministerpräsidenten bei dem Denken auch noch einmal nach. Wenn man die Anzahl der Tests verdreifacht und möchte wissen, wie es damals ausgesehen hat, muss man einfach nur entweder die aktuellen Tests durch 3 teilen oder die alten Tests mal 3 nehmen, weil auch damals kannten wir die Dunkelziffer nicht. Insofern hat sich am Versuchsaufbau nichts geändert. Hier wird Statistik gebogen, gebrochen, gemacht und getan, dass es nur so kracht, und nachvollziehen kann man das Ganze nicht. Aber es ist ganz wichtig, was hier jetzt gerade in Darmstadt passiert. Das heißt, es kommen Menschen morgens um 10 am Sonntag auf die Straße und stellen sich hin und hören sich Sachen an, die sie eigentlich schon wissen. Aber es ist wichtig, dass das am Ende auch in der Presse, und sei es nur in unserer freien Presse, zu sehen ist, dass wir nämlich nicht wenige sind. Richtig. Sondern was sind wir? Wir sind? Vier! Ich kann euch nicht hören. Wir sind? Vier! Genau. Und wir werden immer mehr. Ich begrüße Ralf Ludwig. Ja, hallo, ich grüße euch auch alle hier früh am Morgen in Darmstadt. Es ist mein erster Tag oder meine erste Fahrt mit dem Bus. Ich muss sagen, es ist sehr angenehm, vor allem mit denjenigen, die mit mir reisen. Danke Bodo, danke Samuel, danke Wolfgang. Gestern noch war ich mit dem zukünftigen Oberbürgermeister von Stuttgart auf einer Demo. Und man kann sich aber kaum vorstellen, was sich die Behörden und auch die Fernsehsender in Baden-Württemberg so einfallen lassen, um ihn zu behindern, an dieser Wahl demokratisch teilzunehmen und diese Wahl auch gewinnen zu können. Das hätte ich mir nie vorstellen können, wenn mich jemand im Februar 2020 gefragt hätte, ob das in Deutschland möglich wäre, hätte ich jedem gesagt, ihr seid bescheuert, das ist nicht möglich. Mittlerweile, ich bin ja nun Rechtsanwalt, mittlerweile glaube ich, dass relativ viel möglich ist in diesem Land. Wir sind in einer Krise, die es in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 noch nie gegeben hat. Und es ist keine medizinische Krise, sondern es ist eine politische und eine juristische Krise. Denn wenn es eine medizinische Krise wäre, dann würde im Prinzip das passieren, was Bodo gerade gemacht hat. Dann würden sich die Experten, die Mediziner zusammensetzen, die Virologen, die Wissenschaftler, und würden überprüfen, was ist eigentlich los, was ist das für eine Krankheit, was kann man in Bezug auf eine solche Krankheit machen, wie kann man damit umgehen und welche Maßnahmen sind notwendig. Dann würde normalerweise, wie das in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auch der Fall war, das zuständige Gesundheitsamt sich darum kümmern und das zuständige Gesundheitsamt die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind. Denn auch vor Corona hatten wir ja schon einen Infektionsschutz Gesetz, und in dem Infektionsschutzgesetz stand drin, was man machen soll. Das heißt, die zuständigen Behörden, die Gesundheitsämter, die wussten eigentlich, was sie tun sollen. Die sind aber im Rahmen dieser Corona-Krise komplett entmachtet worden. Das heißt, die Gesundheitspolitik machen nicht die, die dafür eigentlich verantwortlich sind oder die dafür kompetent sind, nämlich die Gesundheitsämter, die das seit Jahren gelernt haben. Das ist also, ich sage das immer, das ist so, als ob wir seit 30 Jahren die Feuerwehr ausgebildet hatten und jetzt brennt es und auf einmal sagt man, Gärtner, du hast doch auch einen Schlauch, geh du mal löschen. Wobei, aktuell löscht ja eher ein Bankkaufmann denn der Gärtner. Und der hat nicht mal einen Schlauch.
Das weiß ich gar nicht. Dennoch ist es ist deswegen eine Krise der Justiz, weil so ziemlich alle Richter in diesem Land, ich weiß nicht, ob jetzt hier Richter dabei sind, aber so ziemlich alle Richter in diesem Land offensichtlich zu Feiglingen mutiert sind. Da ich mich nicht zu den Verschwörungstheoretikern zähle, muss ich sagen, dass sie Feiglinge sind, weil wenn sie keine Feiglinge wären, müsste man ja davon ausgehen, dass eine Absicht dahinter steht. Eine Kollegin von mir, ich habe es heute gerade in einem Telegram-Chat gelesen, eine Kollegin von mir, selber Medizinrechtlerin, hat letzte Woche mit einem Richter vom Oberverwaltungsgericht gesprochen, einem Oberverwaltungsgericht eines norddeutschen Bundesstaats, und hat den gefragt, was macht ihr eigentlich? Und dann hat der gesagt, wir als Richter glauben dem, was das Robert-Koch-Institut sagt. Wir hinterfragen aber nicht, was das Robert-Koch-Institut sagt. Und dann hat die Anwältin gesagt, ja, aber wir haben doch zum Beispiel andere Zahlen vom amerikanischen CDC oder von der WHO, die sagen doch was ganz anderes als das Robert-Koch-Institut. Und dann sagte dieser Richter, das, was das CDC und die WHO sagt, übernehmen wir nur dann, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, dass es richtig ist. Und das bedeutet aber, dass wir derzeit keinerlei Möglichkeit haben. Das, was Bodo hier gerade gesagt hat, alles, was Bodo gesagt hat, ist vielleicht Schwachsinn. Und Bodo hat mir gerade im Bus nochmal gesagt, ich glaube, er hat es auch im Video gesagt, wenn das Schwachsinn ist und ihn jemand davon überzeugt, dass das, was er gesagt hat, Schwachsinn ist, dann setzt er sich eine Maske auf und geht mit der Maske einkaufen. Es gibt aber bisher niemanden, der das getan hat. Und das ist genau der Punkt. Wir Anwälte gehen dann hin und sagen, hört euch Bodo Schiffmann an und hört euch die andere Seite an. Und dann überprüft, was richtig ist. Das ist die Aufgabe eines Richters. Im Zweifel holt er sich einen unabhängigen Sachverständigen und lässt den das überprüfen. Justiz funktioniert nicht dadurch, dass man sich nur eine Seite anhört, sondern es gilt immer auch das rechtliche Gehör der anderen Seite. Das ist das, was wir in unserer Ausbildung lernen und was der Grundsatz eines Rechtsstaats ist. Und die Richter sagen uns deutlich, wie gesagt, am Telefon sagen sie, nein, das machen wir nicht mehr. Für uns gilt eine Seite und das ist die Seite des RKI und die andere Seite hören wir uns gar nicht an. Und wenn das ein Richter macht, dann kann natürlich... Wenn das ein Richter macht, dann passiert natürlich genau das, was jetzt passiert. Dann kann natürlich die Politik, dann können die Minister der Länder oder die Bundesregierung im Prinzip machen, was sie will, weil sie wissen ja, egal welche Maßnahme wir machen, die Richter haben uns ja schon gesagt, wir überprüfen das gar nicht. Und das ist das, was gerade in diesem Land passiert und was uns allen passiert. Und das ist das, was wir verändern müssen. Und die Frage ist, wie können wir das verändern? Wir sind keine Richter, ich bin Rechtsanwalt, ich kann natürlich immer wieder Schriftsätze machen, ich kann immer wieder an die Gerichte appellieren, an die anderen darüber nachzudenken. Ich habe gestern bei der Demonstration in Stuttgart das erste Mal Gustav Radbruch erwähnt. Gustav Radbruch ist ein Rechtsphilosoph, der ein prägender Rechtsphilosoph der Bundesrepublik Deutschland ist. Der hat nämlich gesagt, dass unerträgliches Unrecht kein Recht sein kann. Das heißt, jeder Beamte, jeder Richter ist verpflichtet, Recht anzuwenden. Das Recht steht in den Gesetzen, in den Verordnungen und so weiter. Wenn das, was da drin steht, aber unerträgliches Unrecht ist, dann darf man das nicht anwenden. Das haben zum Beispiel die Mauerschützen zu spüren bekommen. Denn die Mauerschützen haben sich hingestellt und haben gesagt, das, was wir hier machen, nämlich auf Menschen, die aus der Republik fliehen, zu schießen, steht doch im Gesetz oder das ist doch Recht. Und da haben die Richter denen gesagt, nein, das ist kein Recht. Auf Menschen zu schießen, die ein Land verlassen wollen, kann unter keinen Umständen Recht sein. Und wenn es kein Recht ist, dann dürft ihr es auch nicht so behandeln, als ob es Recht wäre. Das ist das, was Gustav Radbruch sagt. Und genau das ist das, was wir unseren Richtern hier auch sagen müssen und was wir Anwälte jetzt auch anfangen, den Richtern zu sagen. Wir sagen denen, ihr könnt das so machen, wie ihr das macht. Aber wenn die ganze Geschichte hier vorbei ist und wenn sich nachher herausstellt, dass ihr vorher schon hättet wissen können, dass das Ganze hier menschenverachtend ist, dass es grundrechtswidrig ist, dass es verfassungswidrig ist und dass man so nicht mit Menschen und insbesondere mit Kindern umgeht, wie das gerade hier passiert, dann könnt ihr euch nicht darauf zurückziehen und sagen, es stand doch in den Verordnungen. Weil dann seid ihr dafür haftbar und dann werdet ihr am Ende auch vor Gericht stehen. Jawohl! Und das, was wir machen können, was man nicht vergessen darf,
wir denken immer, auf der anderen Seite stehen so mächtige Leute. Da steht so eine mächtige Presse und die haben so viele Möglichkeiten und die können doch über Fernsehen und über die Zeitungen viele Dinge bringen. Das stimmt. Aber wir sind auch mächtig. Wir sind auch viele. Wir haben unglaublich viele Sender. Wir haben unglaublich viele Kanäle, die über uns berichten. Wir haben viele YouTuber. Und egal, wie viele Videos sie löschen, ein Video, das gelöscht wird, bringt 10-mal neue wieder hoch. Das funktioniert nicht. Und in der größten Zeitung des Deutschen Journalistenverbandes, da haben unter anderem Leute wie der Olaf Sundermeier, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist so ein junger Mann mit wenig Haaren, der sich über Extremismus meint, gut auszukennen und immer wieder auftritt, der hat aber gesagt, dass die Angst vor uns haben, nicht vor uns, nicht vor Bodo und mir, sondern dass sie Angst haben vor den ganzen Medien, die auch hier gerade stehen und die das in YouTube streamen und in anderen Kanälen über Facebook und so weiter, weil sie sagen, die machen ja eine so große Gegenöffentlichkeit, da kommen wir gar nicht mehr gegen an. Das heißt, die anderen haben auch Angst vor uns. Und dieser Stärke müsst ihr euch bewusst sein. Wir sind viele. Und ich habe es gerade heute nochmal in einem Leserkommentar bei Spiegel Online gelesen. Da hat einer geschrieben, wenn ich zum Arbeitsplatz gehe, dann tuscheln die Leute alle. Weil die alle sich zwar nicht trauen, laut gegen die Maßnahmen aufzubegehren, aber die Menschen untereinander, die meisten sind dagegen. Und ihnen fehlt einfach nur noch der Mut, nach draußen zu gehen. Und das ist das, was wir machen müssen und was auch diese Tour macht. Nämlich den Leuten zu sagen, seid mutig, geht raus, setzt euren Kindern in der Schule keine Maske auf, steht dazu. Und je mehr wir sind und im Zweifel geht in die Läden rein und wenn die sagen, ihr müsst eine Maske aufsetzen, holt immer die Polizei, beschäftigt die Polizei, holt die rein und diskutiert mit denen, dass die Ladeninhaber auch sehen, wenn ich jemanden zwinge, eine Maske aufzusetzen, kommt zu mir die Polizei. Das müssen die verstehen. Jedes Mal, wenn sie jemanden sagen, setzt die Maske auf, heißt das, die Polizei kommt und diskutiert. Jedes Mal. Und das könnt ihr auch in den Schulen machen. Jedes Mal, wenn die sagen, eure Kinder sollen Masken aufsetzen, ruft die Polizei, dafür sind die da. Lasst das aufnehmen und auch die Polizisten und Lehrer, für die gilt die Radbruchsche Formel auch. Wenn die das nicht machen, ordnungsgemäß, stehen die hinterher auch vor Gericht. Weil die müssen das aufnehmen und die Lehrer müssen sich auch drum kümmern. Die Lehrer müssen darüber diskutieren. Ich sehe da hinten Lehrer für Aufklärung. Auch die Lehrer müssen sauber darüber diskutieren. Und es gibt, und das sagen die Wissenschaftler auch, es gibt keine einzige Studie, die sagt, dass Masken sinnvoll sind. Es gibt aber ganz viele Studien, die sagen, dass Masken gefährlich sind. Und wenn ich Lehrer bin und die Verantwortung für ein Kind übernehme, was mir von den Eltern gegeben wird, dann lasse ich dieses Kind keine Maske tragen. Nicht, solange ich nicht sicher weiß, dass es sinnvoll ist. Und jetzt möchte ich euch noch eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Michael Ballweg hat am 29.08. auf einen Artikel im Grundgesetz hingewiesen. Dieser Artikel ist der Artikel 146. Der wird immer sehr in die rechte Ecke gedrängt. Aber er kann nicht in der rechten Ecke sein, weil er steht ja in unserem Grundgesetz drin. Im Artikel 146 Grundgesetz steht drin, dass wir als Bevölkerung das Recht haben, weil nämlich das Grundgesetz nur ein Provisorium war. Das Grundgesetz ist 1949 in Kraft getreten als Provisorium mit dem Hinweis, dass dann, wenn die deutsche Einheit vollendet ist, das deutsche Volk das Recht hat, sich eine Verfassung selbst zu geben. Wie das üblich ist. Der Souverän, nämlich das Volk, gibt sich eine Verfassung. Wir haben ein Grundgesetz, das ist ein Provisorium. 1990 hat Helmut Kohl sich entschieden, nicht eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, sondern die DDR, die Bundesländer der DDR, sind der Bundesrepublik beigetreten. Und man hat aber bewusst diesen Artikel 146 im Grundgesetz gelassen. Das heißt, wenn eine solche Krise ist, wie wir sie jetzt haben, und der Staat nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt, dass wir als Bevölkerung dieses Landes sagen, okay, wenn ihr es nicht in den Griff kriegt, dann müssen wir das in die Hand nehmen. Und das heißt, wir müssen uns zusammentun. Es geht dabei nicht um Gewalt, es geht nicht um Umsturz, es geht nicht um Widerstand, sondern es geht darum, dass wir uns hinstellen und diskutieren, dass wir sagen, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wie soll unsere Gesellschaft aussehen, in der wir leben? Wie soll eine Gesellschaft aussehen,
in der so etwas, was hier passiert ist, nicht mehr passiert, sondern dass die Checks and Balances funktionieren, dass die Parlamente die Regierungen überprüfen, dass die Gerichte die Regierungen überprüfen, die Regierungen die Gerichte überprüfen und so weiter. Guckt euch den 146 einmal an. Wer möchte, kann auch mal eine Kommentierung dazu angucken. Das hat überhaupt nichts mit Recht zu tun oder sonst was, sondern das ist das Recht von uns als Bevölkerung dieses Landes. Wenn das Land, das System dieses Landes nicht mehr funktioniert, dann sollen wir uns hinstellen und sagen, dann machen wir es halt neu. Wie das in jeder Firma und überall anders auch üblich ist. Und das ist unsere Aufgabe. Lest euch diesen Artikel durch und redet mal mit anderen Menschen darüber und redet mal darüber, wie ihr euch die Zukunft dieses Landes vorstellt. Vielen Dank. Barmstadt, schönen guten Morgen. Ja, heute ist Sonntag. Ich sehe mich ein bisschen gezwungen, mich mal nochmal vorzustellen, nicht für euch, sondern für die, die über uns schreiben. Wer mich in einem Satz mit Antisemitis nennt oder zusammen mit dem Bodo als Putschisten, den möchte ich am Sonntag empfehlen, betet mal ein Vater unser. Ihr habt es nämlich notwendig. Das macht man in der Stille. Und ein lieber Freund von mir sagt, das tun wir nicht, weil wir es nicht können. Und wenn dann eine kleine, feine Stimme zu dem sagt, der das betet, also ich meine, das sind unsere Journalisten, Junge, was machst du da eigentlich? Was schreibst du da eigentlich für einen Dreck? Dann hör genau hin und denk mal drüber nach, ob es sich nicht lohnen würde, vom Schmierfinken zum Journalisten zu mutieren. Denn genauso wie wir ja regelmäßig an die Lehrer und die, der Ralf gerade an die Juristen und an die Richter appellieren, ihr seht, wir argumentieren hier nicht mit, ich bin anderer Meinung, sondern wir argumentieren nur mit Fakten, dann sage ich den Journalisten eins, es wird ein neues System entstehen. Schaut euch hier um, die Menschen, die das gestalten werden, stehen hier auf dem Platz. Wir sind die neue Gesellschaft. Und ich sag den Journalisten, den Schmierfinken eins, mit euch räumen wir als erstes auf. Weil ihr habt seit März maßgeblich dazu beigetragen, nachdem unsere 709 Bundestagsabgeordneten unsere Demokratie verraten haben und ihr Mandat abgelegt haben, ihr habt sie unterstützt seit März bis heute. Mit eurem Dreck, den ihr jeden Tag im Radio bringt, im Fernsehen bringt und in den Zeitungen bringt. Ich kann es nicht mehr hören. Das waren jetzt nicht so die sonntäglichen friedvollen Worte, aber ich möchte nur den allen eins auch sagen, so wie ich es auch den Lehrern gesagt habe, also den Lehrern von meinen Töchtern. Ihr könnt ruhig weiterschreiben, aber glaubt ja nicht, dass wir nicht wissen, wie wir euch anklagen können. Glaubt ja nicht, dass wir nicht wissen, wie wir zu unserem Recht kommen. Glaubt ja nicht, dass wir das Grundgesetz nicht können. Wir haben die besten Leute an Bord, die das können. Traut es euch ruhig weiter, so einen Dreck zu schreiben, dann könnt ihr uns mal erleben. Stimmt's, Bodo? Wir sind nämlich die Mitte Deutschlands, wir sind friedfertige Menschen. Wir haben die Fakten schon im März kapiert und verstanden. Da muss man nämlich nur das kleine 1x1 beherrschen, mehr braucht es dazu nicht. Wir haben keine rechten, keine linken Gedanken, wir sind in keiner Kirche, wir sind in keiner sonstigen Vereinigungen. Wir sind einfach nur Menschen, die denken können, die fühlen können, die das Herz am richtigen Platz haben und die ihr Gottvertrauen haben. Und das fehlt euch komplett. Und es sind so viele Menschen, die zu uns kommen, die sich jetzt wegen der neuen Maskenpflichten Baden-Württemberg Kinder Sorgen um ihre Kinder machen. Ich kann denen alle nur eins sagen, steht endlich auf und geht hin. Und wenn ihr euch alleine nicht hintraut, dann nehmt drei mit. Denn eins haben wir schon gemerkt, wenn man alleine hingeht, dann sind die Lehrer nur relativ mutig. Aber sobald die drei gegenüberstehen, sind die so klein. So ist nämlich im Leben immer. Und ihr müsst nur argumentieren, friedlich bleiben und denen zeigen, dass ihr wisst, wie man sein eigenes Fleisch und Blut verteidigt. Das fällt doch hinten und vorne. Ihr seid doch die Lehrer machen lassen. Ich lasse die Lehrer nicht machen. Ich bin hingegangen und gesagt, der Erste, der meine Kinder irgendwie schädigt, den zeige ich so lange an, bis um seine Pension geht. Und da stehe ich auch dazu. Aber dazu müsst ihr gut hinhören, dazu müsst ihr eure Kinder die Masken abnehmen. Die Kinder wollen nämlich keine Masken tragen. Das haben wir gestern Abend erlebt, wo wir mit den Youngsters noch beim Essen waren. Lauter tolle
Kinder, die eben den Mut machen, dass es in der Gesellschaft weitergehen kann. Wir sind am Dienstag in Sindelfingen gestanden, dann hat der Daniel Langhans in einer ganz tollen kleinen Rede gesagt, Wahrheit ist Gott. Und da habe ich kapiert, dass wir unsere Politiker und all denen, die mit der Maske rumspringen und helfen, das alte System einzureißen, eigentlich dankbar sein müssen. Wir schaffen mittlerweile nicht in aller Stille, sondern in aller Öffentlichkeit die neue Gesellschaft friedlich, mit Herzblut, mit allem, was dazugehört. Und dabei schauen wir zu, wie die Politik die alte Gesellschaft vollends einreißt, weil genau das machen sie, genau das wollen sie. Bloß haben sie noch nicht verstanden, dass nicht ihre neue Gesellschaft entstehen wird, sondern unsere. Über 3 Wochen wieder hier, es geht wieder los. Eine ganze Woche mit vielen, vielen Demos. Mein persönliches Ziel ist das Guinness-Buch der Rekorde als der, der am meisten Demos angemeldet hat. Zusammen. Geht knapp, aber kannst du vielleicht schaffen. Ja, wir machen ja noch weiter. Nein, das war ein Scherz. Ich wollte nur sagen, man muss die Aufgaben nehmen, so wie sich einem stellen. Und gerade am Sonntag kann man das sagen. Denkt nicht immer drüber nach, wo das Ziel ist, sondern macht einfach weiter, so wie mir. Ich denke auch nicht wirklich drüber nach, wo das Ziel sein könnte. Das macht, glaube ich, jemand anders. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das Ziel wird ein gutes Ziel sein. Das spürt man. Die Leute wachen auf. Wir kriegen es mit. Jeder, sage ich mal, sieht immer seinen Horizont. Die Darmstädter den Darmstädter. Die Stuttgarter den Stuttgarter. Bei uns im Bus kommt ganz Deutschland an. Wir sind jetzt über 6000 Kilometer durch Deutschland gefahren. Von ganz oben bis ganz unten. Und es geht noch weiter. Und ich kann nur eins sagen, Gott sei Dank, in Deutschland brodelt's. Der Druck im Kessel steigt. Und er steigt extrem an und das spürt die Politik natürlich. Und was macht ein Tier, das sei in den nahen See, das schlägt wild um sich. Das ist genau das, was die im Moment machen. Also da habt keine Angst. Wir haben auch keine Angst, gibt keinen Grund zum Angst haben. Das sind die letzten Schläge. Ich bin mir ganz sicher, dass es demnächst scheppert. Und jetzt mein Appell, das habe ich den Chemnitzer, den Bautzner, den Cottbuser, alle versprochen, wenn die wieder auf die Straße gehen, weil die wissen, wie es geht, ich sage euch bloß, geht mit. Und nehmt alle mit. Weil dann wird es genauso wie 89 ganz schnell gehen und auch da waren es nicht so viele. Wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet, die damals da waren, die auf der Straße waren, dann braucht es nicht so viel. Und die, glaube ich, wenn wir die alle nehmen, die jetzt schon auf der Straße sind, dann haben wir die Masse bereits erreicht. Und ich glaube, es gibt unheimlich viele, bei denen im Kopf da oben immer so Vögel singt, die lügen uns an. Aber sie trauen sich nicht, sie machen nicht mit, sie haben Angst um ihren Job, um ihre Familien, letztendlich um ihre Wohlfühlzone. Und nur wer die verlässt, wird am langen Ende mitmachen können. Und da kann man die Leute nur ermutigen, denn schaut euch um, das sind alles eure Freunde, alles eure neuen Freunde. Das soll ein Wermutstropfen sein für die Freunde, die man verloren hat. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile, dass das nicht so schlimm ist. Wahrscheinlich kommen sie eh alle irgendwann wieder. Genau. Und insofern glaube ich, dass der Tag nahe kommt. Und ich kann alle nur bitten, wir haben heute schon gehört, dass in Fulda auch eine Gegendemo ist. Leute, die gegen Nazis sind, kann ich nur sagen, die lassen wir gleich reden, weil dann brauchen sie mir nicht sagen, wir auch, wir sind auch dagegen. Nur so viel für die, falls nachher wieder irgendein Schmürfing schreiben will, da standen Deutschlands bekannteste Nazis vor dem Bus. Ja, ich kann euch nur sagen, kommt vor, traut euch endlich mal was zu sagen. Immer wenn der Bodo sagt, komm her und sag was, sind sie weg. So, ich danke euch schön, wünsche euch einen schönen Sonntag. Toll, dass ihr so zahlreich da wart. Und jetzt übergebe ich das Mikro an Samuel. Hey, hallo Darmstadt. Heute Morgen, als ich nochmal kurz mit der Uli geschrieben habe, hat sie gesagt, oh nein, was hat man euch für einen Platz zugewiesen? Da wird keiner kommen. Das wird knapp. Meine Lieben, wisst ihr was? Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, war das der Platz, an dem ich von Querdenken Darmstadt zu meiner ersten Rede eingeladen worden bin. Und das war da hinten. Da war die Bühne damals und da habe ich zum ersten Mal gesprochen und danach ist dieses ganze Demonstrations, Spektakel passiert.
dass ich von einer Querdenken-Demo zur anderen eingeladen worden bin. Und im Endeffekt ist das dabei rausgekommen, dass wir jetzt zusammen hier mit Wolfgang, Ralf und Bodo unterwegs sind in Deutschland. Ich bin einfach nur erstaunt, es ist noch gar nicht so lange her, dass das gestartet hat. Hier, ihr wisst, es ist noch, wir können uns alle noch gut daran erinnern, oder? Ja. Und ich meine, was macht der aufgeweckte Bürger Sonntagmorgens um 10? Guckt er Frühstücksfernsehen? Nein, er ist draußen und kümmert sich um die Demokratie und die Freiheit der Bürger. Und ich kann euch eins sagen, Darmstadt, ihr seid nicht alleine, wir sind auf YouTube jetzt, auf YouTube, nein, falsch, auf BeLive. So, sind 17.000 Leute mit hier. Also, wie gerade Wolfgang und Ralf schon gesagt haben, die Bewegung wächst. Und ich möchte euch eins kurz sagen, weil es ist sehr interessant. Ich habe gestern Nacht noch bis um 12:30 mit Lars Wienand, Leiter der Abteilung Recherche bei T-Online, geschrieben. Und ja, meine Lieben, ich kann euch eins sagen. Der Mann, ich glaube, er versucht ein Stück weit nachzudenken, weil er ist immer noch überzeugt davon, dass wir versuchen mit den Kindern und diesen ganzen Dingen, die wir immer erzählen, dass wir versuchen, die Leute in die Irre zu führen. Und er hat mir ein Beispiel gegeben, ich bin mir sicher, er schaut diesen Livestream, er wusste auch gestern von der Zeugnisübergabe aus Stuttgart direkt Bescheid. Ich kann euch eins sagen, er hat gesagt, ja, es gibt ein Mädchen in seiner Nachbarschaft, das fällt auch permanent um, auch ohne Maske. Und jetzt, seit es die Maske trägt, nicht mehr. Und dann, ja, Leute, Moment. Ich habe das Bodo erzählt. Und Bodo hat gesagt, das ist doch ganz klar, er kennt diese Fälle. Das sind Kinder, die hyperventilieren. Und das ist auch das, was man macht, wenn Menschen hyperventilieren, gibt man ihnen einen Rückatmungsmechanismus auf Mund und Nase, sodass sie nicht überversorgt werden mit Sauerstoff. Dann kippen sie auch nicht um. Ihr kennt das alle mal, wenn ihr Luftmatratze aufgeblasen habt. Früher, Blaseball gab es nicht, konnte man sich nicht leisten. Also mussten die Lungen herhalten. Und dann hat man einmal Luftmatratze aufgepumpt, dann bin ich auch schon mal böse aufs Kinn gefallen. So passiert das eben. Aber wisst ihr, er wird das jetzt sicher hören, der Lars. Ich habe ihm das nämlich gestern Abend nicht mehr geantwortet. Um 12:30 war dann Nachtruhe. Und ich habe, wisst ihr was, und das ist das Schöne, ich habe mir überlegt, wie das Gespräch gelaufen ist, habe das heute Morgen auch nochmal dem Bodo vorgelesen. Ich habe Lars Wienand eingeladen. Ich habe ihn eingeladen, zu ein, zwei Etappen bei uns mit auf die Tour zu kommen. Und ich habe ihm gesagt, wir haben nichts zu verstecken, Lars. Du kannst sehen, was hier jeden Tag für Informationen reinkommen, die das Leid beschreiben, was diesen Kindern widerfährt. Und keiner von uns ist derjenige, Bodo, du stehst, glaube ich, in dem Weg dieser Kamera, wir wollen alle, genau, perfekt, dankeschön. Keiner von uns möchte hier irgendwie, hat hier irgendwie Geltungsdrang oder möchte sich profilieren. Wir machen das nicht aus Spaß an der Freude, sondern wir machen das, weil hier etwas passiert, was Unrecht ist. Und meine Pflicht als Christ ist es, Unrecht aufzuzeigen und für Wahrheit einzustehen. Und insofern sind wir unterwegs. Und ich bin mal gespannt, ob Lars Wienand den Mut hat, mit uns mitzufahren. Diese Einladung hören jetzt, glaube ich, viele, viele Zehntausende Menschen. Jetzt im Livestream nochmal 17.000 und hier bei euch ist er mit dabei. Lieber Lars Wienand, die Einladung gilt nach wie vor. Wenn du bei uns mitfahren willst und sehen willst, was hier passiert, wie wir arbeiten, du bist herzlich willkommen. Du darfst sogar einen Artikel drüber schreiben. Und wir würden uns freuen, wenn dem so wäre. Denn, ich kann euch eins sagen, wer die Wahrheit sagt, hat nichts zu verstecken. Wer die Wahrheit sagt, muss nicht ausweichen, muss nicht Fragen umgehen. Wer die Wahrheit sagt, muss keine Angst haben, dass er entlarvt wird. Der muss nicht sagen, ich rede nur, wenn irgendwelche Leute mit dabei sind oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich mit jemandem im Live-Gespräch bin, deswegen spreche ich nicht live. Man muss kein sehr kluger Mann sein, denn die Wahrheit steht für sich selbst. Wer ganz einfache Prinzipien der Wahrheit versteht, der wird keine Angst haben, sich jedem zu stellen, der wird keine Angst haben, mit jedem zu sprechen. Das ist der Grundsatz, den wir als Fahrer hier in dem Bus pflegen. Jeder kann bei uns sprechen. Und selbst wenn Leute von der anderen Seite hier sind, ihr habt es mitbekommen mit Wetzlar, mit dem Arzt, der Corona-kritisch war. Wir geben jedem das Mikrofon. Wir sind interessiert an konstruktiver Diskussion. Denn wir sind uns sicher, dass das, was wir sagen, Hand und Fuß hat. Und so spitzt sich die Situation jetzt in den Ländern überall zu. Wir haben in Deutschland jetzt mit Ralf endlich einen Top-Rechtler mit an Bord, mit dem wir sehr viele interessante Gespräche haben. Und wisst ihr was, ich war jetzt ein halbes Jahr lang Virologe. Ich habe dem Ralf gestern gesagt, jetzt muss ich anfangen, mich mit Recht klar zu machen. Ich habe gestern gesagt, Ralf, ist das in der Rechtslage nicht so und so und so? Und dann meinte er, Samuel, da bist du auf dem Holzweg. Da habe ich gemeint, Ralf, du musst mir die Denkweise eines Anwalts beibringen. Und er hat gesagt, ja, er wird das versuchen in dieser Woche. Ich hoffe, er schafft das. Weil, ich kann euch eins sagen, meine Lieben, wir brauchen dieses Wissen. Wir müssen als Individuen, wenn wir vor einem Lehrer stehen, wenn wir vor einem Mitmenschen stehen, wenn wir im Laden stehen, wenn wir vor einem Polizisten stehen, wir müssen das Recht kennen. Wir müssen Gesetz kennen.
Weil wenn wir das nicht kennen, dann stehen wir da und sind nervös, wir haben Angst, wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen, dann geht unser Kopf runter, unsere Schultern fallen zusammen und wir wollen am liebsten ganz heimlich aus dem Raum rausschleichen. Meine Lieben, das braucht die Wahrheit nicht, sondern wir können stehen aufrecht, wir müssen uns informieren, denn wir haben nichts zu verstecken. Und selbst ein Polizist, und ich kann euch eins sagen, gestern als wir hatten gestern das Dinner mit den Youngsters, was übrigens ein absoluter Erfolg war. Also diese jungen Leute, auch der Ralf hat gesagt und der Wolfgang, die dabei waren, haben gesagt, es war eine Riesenfreude, wir waren mit 20 jungen Leuten da, mit 20 top-intelligenten Kindern zu sprechen. Da gab es einen kleinen Jungen, der ist 13 Jahre alt, der fängt dir dann an zu sagen, er hat eine Methode, wie er die Leute auf einer Demo zählen könnte. Und dann fängt er dir an zu erklären, was die Probleme mit der Antifa sind und all diese ganzen, der ist 13 Jahre alt, ja. Der Junge ist Weltklasse. Und diese Kinder, ihr habt ja die Isabel gestern gesehen, die zum ersten Mal gesprochen hat. Sie hat gemeint, Samuel, jetzt ist mein Lampenfieber weg. Ich bin bereit, du kannst mich auf jede Demo einteilen, die du findest. Und diese Menschen, die glühen vor Tatendrang, ja, die sind motiviert, die sehen jeden Tag die Problematik. Und ich bin froh, dass sie sich geäußert haben, auch mit dem Zeugnis und so weiter. Es wird viel von denen jetzt kommen. Und Lars Wieland ist eingeladen, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Denn er hat ja so Angst um diese Kinder. Ich kann euch eins sagen, jeder, der Journalismus und Wahrheitssuche liebt, der seriöse Berichterstattung liebt, wird diese Kinder lieben. Denn das ist deren Interesse. Die wollen die Wahrheit aufdecken. Die wollen lernen, wie man in dieser Gesellschaft was beitragen kann zu Freiheit, zu Gerechtigkeit. Und ich denke, das sollte im Interesse des Leiters der Abteilung Recherche bei T-Online sein. Dass wenn er das größte Nachrichtenportal Deutschlands bedient mit seinen Artikeln, dass es da um Wahrheit geht und nicht um Meinungsmache. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann bin ich sicher, dass er an Bord kommen wird. Und falls nicht, muss man sich fragen, warum nicht. Aber die Zeit wird es zeigen. Wir sind noch unterwegs und ich bin sicher, für so einen Termin würden viele Journalisten, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, einiges geben. Lars Wieland hat das goldene Ticket. Er ist eingeladen, mit an Bord zu kommen. Ich bin gespannt, ob das passieren wird. Aber in diesem Sinne, meine Lieben, geht es darum, ja, auch jetzt, wo ab morgen strengere Maßnahmen gelten. Und wir waren, das, was ich noch sagen wollte. Wir sind dann gestern aus dem Restaurant rausgelaufen und die Kinder waren gerade alle draußen. Wolfgang und ich und Ralf, wir sind dann noch vor der Tür gestanden. Auf einmal laufen zwei Polizisten an uns vorbei in das Restaurant. Und wir dachten schon wieder so, nein, ist das schon wieder wie in Chemnitz oder in Cottbus? Genau, wir waren schon wieder bereit, das Gespräch aufzunehmen. Ich bin schon wieder zurückgegangen, dachte mir so, ja, was passiert jetzt? Die waren aber nicht wegen uns da. Wisst ihr, warum die da waren? Die haben einfach die Restaurants kontrolliert. Das heißt, die Polizei geht jetzt abends durch die Restaurants und schaut, ob die Abstände eingehalten werden. Sie nimmt dann die Personalien von der Restaurantinhaberin auf und all diese ganzen Dinge. Und das Tollste war, das waren noch nicht mal mehr Beamte. Das waren Mitarbeiter dieses Präsidiums. Aber wir haben mit denen gesprochen. Und wisst ihr, was die uns gesagt haben? Die haben gesagt, wissen Sie was? Unsere private Meinung muss sich nicht mit dem decken, was wir hier tun. Und ihr seht, dass auch bei diesen Menschen es anfängt, im Kopf zu rattern. Die merken, dass das, was sie hier tun, absoluter Nonsens ist. Und das ist das größte Problem, was der Wolfgang angesprochen hat. Die Politik merkt, wie ihnen die Fälle davon schwimmen, weil immer mehr Menschen aufwachen. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Die erste ist die unwahrscheinlichere. Man geht mit Rückgrat nach vorne und sagt, Freunde, hör zu, wir hatten vorgehabt, hier eine riesen Nummer abzuziehen. Es hat nicht funktioniert, ihr habt uns erwischt, es tut uns leid. Wir treten geschlossen zurück, bitte verzeiht uns. Das wäre was, aber ich habe wenig Hoffnung dafür. Das Zweite ist eher wahrscheinlicher, das heißt, wisst ihr was, wir müssen unseren Maßnahmen mehr Nachdruck verleihen. Das heißt, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr private Sicherheitsdienste, wir brauchen ein bisschen mehr Bundeswehr, wir brauchen ein paar neue Verordnungen, ihr habt es ja gehört, auf NTV neulich war es, oder den Artikel von Jens Spahn, er möchte sich jetzt noch mehr permanentes Durchregierungsrecht sichern. Das ist die zweite Variante. Ich glaube, ja Leute, wenn es mit der Wahrheit nicht reicht, braucht man Verordnung. So einfach ist das in diesem Land. Und diesbezüglich sind diese beiden Alternativen das, was im Moment als Alternativen zur Verfügung stehen. Ich persönlich rechne mit der letzteren. Das bedeutet, dass es umso wichtiger ist, dass wir jeden Tag etwas dafür tun, dass Menschen sehen, dass das Unrecht ist, was hier passiert. Ja, und der Ralf hat es auch vorhin schon gesagt. Er hat gesagt, wenn wir dieses klare Unrecht haben, wie bei den Mauerschützen, dann wird auch künftig keinen eine Verordnung vor Konsequenzen schützen. Dieses Bewusstsein müssen wir den in die Menschen bringen. Und das passiert nur, wenn möglichst viele von uns sich die Entscheidung mit sich selber fällen, dass wir aufstehen wollen für diese Wahrheit. Und wir werden nicht gehen, bis das, was hier passiert, aufhört. Ja, insofern danke ich euch, dass ihr alle hier seid heute. 18.000 sind jetzt am Stream. Also Leute, 18.000. Das ist neuer Rekord. Das ist neuer Rekord.
Also damit ihr mal die Größenordnung habt, es gab zwei... Wo war ich stehen geblieben? 18.000! Genau, die Bundespressekonferenz hat, wenn sie Glück hat, mal zwischen 3.000 und 5.000 Leute, die ihren Livestream verfolgen. Und ich kann euch eins sagen, der größte Livestream, den ich jemals gesehen habe bei YouTube, war der vom 29.08. Da waren 58.000 Leute in der Nacht live. Wir sind jetzt gerade bei einem Drittel davon und das bei täglichen Veranstaltungen. Meine Lieben, das ist ein Event und das ist Sonntagmorgens um 10. Ja? Das heißt, wir erreichen viele. Das, was wir sagen, kommt bei vielen Menschen an. Es werden immer mehr. Ich bin jetzt 2 Wochen bei YouTube gestrikt und trotzdem steigen die Abonnementzahlen. Ihr könnt sehen, dass wir was zu sagen haben, was die Menschen suchen. Ja, das Wissen, was wir haben, ist gefragt in diesem Land. Die Menschen merken, dass Unrecht passiert und sie suchen händeringend nach Leuten, denen sie sich anschließen können, weil am Anfang vielleicht der Mut fehlt. Deswegen sind wir so dankbar, dass sich am Anfang immer einige Menschen versammeln, denn das ist am Anfang der Initialmagnet, um Leute, die sich vielleicht nicht trauen würden, kurz stehen zu bleiben, sich unauffällig im Hintergrund hinzuzusetzen und zuzuhören, was wir zu sagen haben. Dieses Konzept funktioniert hervorragend. Deswegen vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und jetzt haben wir noch eine Sprecherin von Lehrerin für Aufklärung. Lehrer für Aufklärung, genau. Kommt da vorne. Ich danke euch dafür, dass ihr hier gewesen seid. Gottes Segen euch. Vielen Dank. Hallo, ja, ich bin Maja, Lehrer für Aufklärung. Ich habe das Ende Juli initialisiert. Und ich habe kurz 2 Anmerkungen, 2 Ergänzungen. Und zwar sagte Wolfgang, mich haben nämlich gestern und heute auch schon Eltern angesprochen, die haben natürlich ganz große Angst, weil morgen die Schule losgeht und in vielen Bereichen plötzlich wieder die Maske im Unterricht gefordert wird. Wie sie denn vorgehen können? Das ist eine ganz heikle Sache, ganz schwierig, aber Wolfgang sagte es schon, ihr müsst zusammen vorgehen. Die Frage ist, ihr fühlt euch oft alleine. Ihr sagt, ich bin doch die Einzige in der Klasse. Das wisst ihr nicht, denn ihr habt zu den wenigsten Eltern Kontakt. Wenn ihr eine Rund-E-Mail schickt an alle Eltern, könnt ihr damit rechnen, ihr kriegt erstmal einen Shitstorm ab. Das ist mir passiert. Ich habe eine Rund-E-Mail an alle Eltern meines Sohnes geschickt. Ich glaube, hier sind 26 Kinder von 25 Leuten, die ich angeschrieben habe. Habe ich vielleicht von 6, 7 einen Shitstorm gekriegt. Die anderen 18, 19 sind ruhig. Die haben Ruhe, ja, aber da wisst ihr nicht, wo stehen sie. Und für mich ist es die schweigende Mehrheit. Es geht darum, diese Menschen zu erreichen. Schreibt nicht in eine Rund-E-Mail, schreibt die Eltern einzeln an. Auch wenn das mühselig ist. Entwerft einen Brief, schildert ihnen eure Ängste. Geht auch auf mögliche Ängste ihrerseits an. Ja, ein. Ja, bitte? Damit die wissen, ihr seht sie. Das ist nicht so, dass ihr sie ignoriert. Ihr seht sie auch. Sie haben auch Ängste. Aber die müssen auch eure Ängste verstehen. Und so müsst ihr versuchen, mit denen in Kontakt zu treten. Und die, die eurer Meinung sind, werden sich dann vielleicht auch aus der Deckung trauen. Die trauen sich oft nicht. Aber wenn ihr sie einzeln ansprecht, werden die hoffentlich auf euch zukommen und sagen, ja, ich sehe es genauso. Und mit denen vernetzt ihr euch und mit denen geht ihr gemeinsam vor. Das ist kein Rezept, es ist ein Versuch. Ja, es ist kein Rezept, es ist ein Versuch. Ich kann euch nicht garantieren, dass es funktioniert, aber wenn ihr alleine geht, funktioniert es ganz schlecht. Ein weiterer Tipp, und zwar sagte Samuel gerade, man traut sich dann vor der Menge zu sprechen. Das ist ein weiterer Punkt. Die wenigsten Leute sind es gewöhnt, vor Mengen zu sprechen. Übt das. Das sage ich meinen Schülern immer vor Referaten. Übt Referate. Schreibt euch eventuell auf, was ihr sagen wollt. Lestet euch ein paar Mal durch. Nehmt euch auf dem Handy auf. Guckt, kommt das fließend rüber, was ihr sagt. Guckt, wo stockt es. Hakt da nochmal nach. Und auch wenn ihr natürlich den Text dann bei der Schulleitung oder vom Klassenlehrer nicht runterlesen werdet, aber ihr habt das dann schon ein paar Mal gesagt und dann kommt das automatisch und sicher rüber.
Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur Bescheid wisst über die Rechtslage. Das wisst ihr ja alle inzwischen. Das weiß ich auch. Das wissen meine Kollegen oft nicht. Ich bin ganz entsetzt, ja? Aber wenn ihr sicher seid, dann müsst ihr auch sicher auftreten. Wenn ihr unsicher auftretet, kommt ihr nicht sicher rüber. Und deswegen wichtig, übt es bitte. Übt es im Rollenspiel, übt es zu Hause, übt es mit einer Kamera, sprecht es ein paar Mal durch. Und dann könnt ihr beruhigt reingehen. Und dann habe ich eine ganz kleine Bitte noch, eine letzte Sache. Wir haben auf Telegram eine geschlossene Gruppe, weil wir ganz viel, also wir sind Lehrer in Deutschland, wir denken nicht alle so wie die, die das knallhart durchziehen wollen. Viele sind verzweifelt an ihren Schulen, fühlen sich ohnmächtig, weil sie denken, Mensch, ich bin hier ganz alleine, was passiert hier gerade, warum sehen sie das alles nicht? Und wir sind da für die. Wir sind da für euch Lehrer, bitte, bitte meldet euch. Wir werden jetzt auf die Homepage nochmal 2 Telegram-Adressen reinschreiben, wo ihr euch melden könnt. Wir wollen allerdings von jedem Vor-, Nachnamen und Handynummer. Wir werden euch anrufen und dann werden wir sehen, ob wir der Meinung seid, ob wir der Meinung sind, dass ihr wirklich Lehrer seid auf unserer Seite. Und wenn das so ist, dann kommt ihr bei uns in die Telegram-Gruppe rein, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann nehmen wir euch nicht auf. Weil es geht darum, dass wir uns selbst schützen. Wir müssen gucken, wie kommen wir voran. Ja, vielen Dank. Super. Ein extra Applaus für die Lehrer für Aufklärung. Das ist ganz wichtig, was ihr hier macht. Und es ist auch sehr tapfer, aber es ist tatsächlich so, dass im Moment ist ja so in Baden-Württemberg, ab Montag ist es so, dass Lehrer, die keine Maske tragen, das Schulgelände nicht betreten dürfen. Und sie werden auch, der Schulleiter muss sie dem Regierungspräsidium melden. Also da sind wir mittlerweile angekommen, obwohl wir wissen, dass von Schulen keine Gefahr ausgeht. Wir haben 19.000 Leute auf D-Live mittlerweile. So, noch eine Bitte allgemein für die Tour, für alle, die zuhören. Bitte bringt uns keine Lebensmittel mit. Weil wir müssen viele Sachen sonst wegschmeißen, weil wir schaffen es nicht. Ich habe heute Morgen haben wir auch einen Topf gekriegt. Wir können das hier noch nicht mal warm machen. Das ist super lieb gemeint, aber bitte den Topf auch nochmal hier abholen, weil wir würden es wirklich sonst wegschmeißen. Das wäre schade drum. Ja, bitte, wenn wir was brauchen, wir sagen kurz vorher im Stream Bescheid und dann kriegen wir das immer im Übermaß von euch. Ihr helft so toll mit. Vielen Dank. Und jetzt auch bitte, wenn wir jetzt fertig sind mit der Veranstaltung, bitte nicht an den Bus stürmen. Ja, weil die müssen auch die Boxen abbauen, wir müssen an die Türen ran. Das heißt, ich werde mich jetzt strategisch einfach hier, egal wer mich anquatscht, in diese Richtung durchsetzen. Der Samuel macht den Stream fertig, das heißt, der verschwindet nochmal im Bus. Auch der wird irgendwo in die Pampa gehen. Der Ralf kennt das noch nicht, dem müssen wir es noch erklären. Aber, wenn irgendwelche Fragen sind, wo wir noch sind, der Einzige, der das beantworten kann, ist Wolfgang, weil das ist der Tourmanager. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich lasse mich immer überraschen und wie wir festgelegt haben. Also der Ralf startet irgendwo durch nach hinten, wir alle starten durch nach hinten. Und der Ralf hat noch was anzusagen und zwar, da mache ich's. Am 24. Oktober ist auf dem Goetheplatz in Frankfurt, 24. Oktober Goetheplatz Frankfurt, um 14 Uhr die Querdenken-Demo. Also Goetheplatz Frankfurt, 24. Oktober, 14 Uhr. Nähere Infos auch bei Querdenken 69. Bitte geht alle hin, die ihr hier wart. Die ganzen Demos, die müssen auseinanderknallen vor Menschen. Danke. Halt aber noch eine Ankündigung. Vielen Dank, Darmstadt, dass ihr da seid. Ich möchte kurz erklären, warum ich das so super finde. Denn ich habe immer gedacht, in Deutschland passiert nichts. Ich habe nach Frankreich geguckt, da stehen die Leute auf, die machen was für Ungerechtigkeit. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr alle hier seid. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Samuel, das Buch empfiehlt. Ja, denn dieses Buch habe ich auch gelesen vor 8 Jahren und es gibt wertvolle Hintergründe. Und ich möchte euch ans Herz legen, ich habe schon einige Flyer verteilt, wer dieses Buch haben möchte. Wir verteilen dieses Buch umsonst, wir zahlen das selber. Wer es haben möchte, der kann sich einen Gutschein abholen. Und dann könnt ihr das Buch euch bestellen. Ja, versandkostenfrei. Danke, dass ihr seid. So, offiziell beendet. Okay.
Okay, Leute, also wir müssen die Veranstaltung jetzt hier leider an der Stelle beenden. Es gibt noch viele Ankündigungen für in Darmstadt hier am 31.10. Die Veranstaltung bitte im Netz beachten. Geht auf die Demos, informiert euch, wann die nächsten Veranstaltungen stattfinden. Jeder Einzelne zählt. Ansonsten haben wir jetzt noch kurz Zeit für Selfies und kurze Gespräche, aber ganz, ganz, ganz kurze. Und haltet die Abstände bitte ein. Wir kommen, versuchen rumzukommen, dass ihr euch nicht bitte vor den Bus drängt, sonst gibt es wieder Probleme, ja, mit der Polizei. Und das war's. Also, Darmstadt, vielen, vielen Dank.